meine Damen und Herren, wir freuen uns, wir haben uns gerade hier schon hinter der Bühne so ein bisschen angefreundet, dass wir hier quasi den Ostblock auf dem roten Sofa verkörpern. Gerade Herr Gauck, jetzt die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Normalerweise ist es ja üblich, hier auf dem roten Sofa locker zu beginnen, bevor man zu den ernsten Themen kommt. Ich möchte es aber umdrehen aus aktuellem Anlass, Frau Pau. Sie sind heute nicht nur auf dem Kirchentag präsent, nicht nur auf dem roten Sofa, sondern haben heute Abend auch noch eine Diskussionsveranstaltung, die, glaube ich, nicht vom Kirchentag organisiert wird, sondern von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo Sie hier diskutieren und referieren zu der Frage, sollte man in Sachen NSU einen Schlussstrich ziehen? Und Sie werden dabei auch etwas sagen zu dem Neonazi-Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ich habe Ihr Interview, Sie waren ja in den vergangenen Tagen sehr häufig in den Medien präsent und wurden danach eben auch gefragt, auch als Mitglied des Bundestagsausschusses des NSU. Ich habe das Interview gehört im Deutschlandfunk und da haben Sie gesagt, also dass der Verfassungsschutz jetzt endlich alle Infos zu rechtsterroristischen Bestrebungen herausrücken, veröffentlichen sollte. Zweifeln Sie, dass er das bisher getan hat? Ja, das bezweifle ich tatsächlich. Erst einmal guten Tag. Aber an einem solchen Tag muss man tatsächlich auch darüber reden, weil die Morde, Raubüberfälle und auch Bombenanschläge des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds waren eben keine Tat oder waren keine Taten in einer ansonsten intakten Bundesrepublik, sondern wir haben seit den 1970er Jahren immer wieder rechtsterroristische Anschläge, Morde an Migrantinnen, an Migranten, an Polizistinnen und Polizisten, jüdischen Verlegern. Und wenn es dann jetzt so ist und der dringend Tatverdächtige ist ein militanter und verurteilter Nazi, jetzt an einem Regierungsdirektor. Und in all der Beschäftigung mit diesen Dingen, nicht nur mit dem nationalsozialistischen Untergrund, stellte sich immer heraus, dass die stehende Formel, dass Behörden irgendwie auf dem rechten Auge blind sind, eigentlich nicht stimmt. Ich verwende diese Formel auch nicht mehr. Ohne dass ich über den Inhalt der Akten reden darf, weil die sind geheim, in Hessen absurderweise gleich noch für 120 Jahre. Aber ich kann Ihnen sagen aus dem Aktenstudium, dass in der Zeit, in der der NSU mordend und raubend durch die Bundesrepublik zog, beispielsweise der militärische Abschirmdienst, aber eben auch der Verfassungsschutz, das sind schon zwei Geheimdienste, sehr genau wusste, wer demnächst als Wehrpflichtiger ans Kasernentor kommt, sehr genau wusste, wo die Nazis Schießtrainings abhalten im In- und Ausland und auch die Konzepte des sogenannten führerlosen Widerstandes, offensichtlich ist das jetzt auch eine solche Tat, mit der wir es zu tun haben, auf dem Papier kannte, aber immer wieder unterschätzte und die Erkenntnisse vor allen Dingen nicht an die Polizeien und Staatsanwaltschaften, also die Ermittlungsbehörden, weitergab. Im schlimmsten Fall hatte immer noch ein sogenannter V-Mann die Hand im Spiel, also eine sogenannte Vertrauensperson des Verfassungsschutzes. Und deshalb erwarte ich, weil ich auch weiß, ich kenne das aus den NSU-Untersuchungen, dass der dringend Tatverdächtige nicht nur in den 1980er und 90er Jahren auffällig geworden ist, vor allen Dingen 90er, sondern eben auch in jüngster Vergangenheit, übrigens auch hier in Dortmund. 2009 war er am Überfall auf die DGB, 1. Mai-Demonstration und Kundgebung hier in Dortmund beteiligt, mit vielen Verletzten. Ich erwarte, dass die Geheimdienste alles, was sie über ihn wissen, seine Kumpane wissen, auf den Tisch legen und die Ermittlungsbehörden unterstützen und dass wir uns endlich dieser Gefahr für die Demokratie, aber auch für Leib und Leben, für diejenigen, die sich fürs Gemeinwesen engagieren, entsprechend stellen.
Frau Paul, liegt es aber nicht auch in der Natur der Geheimdienste, dass sie mit ihren Informationen eben gerade nicht an die Öffentlichkeit gehen? Das mag sein. Das führt heute auf dem Kirchentag etwas zu weit, aber ich sage es mal ganz deutlich. Ich finde, der beste Verfassungsschutz sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur das Grundgesetz in seinem 70. Jahr feiern, sondern sich im Alltag für den Zusammenhalt und die Demokratie engagieren. Ich finde, wir brauchen dazu keinen Inlandsgeheimdienst, sondern eine Institution, die alles, was an Quellen öffentlich da ist, zur Gefährdung der Demokratie offenlegt, so dass wir sowohl als Bürgerinnen und Bürger, aber auch als verantwortliche Politikerinnen und Politiker handeln können. Mhm. Werden, sage ich mal, jetzt mit solchen Äußerungen, die Sie tätigen, nicht auch noch mehr Ängste befördert, als vielleicht sowieso schon da sind, dass man also weiß, der Rechtsradikalismus nimmt deutlich zu, rechte Gewalt nimmt zu in Deutschland und die Unsicherheit nimmt ebenfalls zu und Menschen sagen, worauf können wir uns denn überhaupt noch verlassen? Ich finde nicht, dass es unsere Aufgabe ist, Ängste zu schüren, aber unsere Aufgabe ist, zu sehen und zu sagen, was ist und gemeinsam uns dafür zu engagieren, dass sich das ändert. Wir dürfen es nicht ignorieren und immer dann, wenn etwas passiert ist, treffen wir uns, so wichtig das ist, zur Demonstration, zur Mahnwache und ansonsten läuft es weiter. Nein, wir müssen da, wo Ausgrenzung beginnt oder wo sich solche Menschenfeinde befeuert fühlen, da müssen wir das Stoppschild aufstellen und sagen, ist nicht mit uns und Gewalt ist kein Mittel zur Lösung von welchem Problem auch immer. Können Sie noch mal konkretisieren? Sie haben ja auch in dem Interview beim Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass Sie also von einer Verharmlosung gesprochen durch eben beispielsweise den Verfassungsschutz. Wie kommen Sie dazu? Ja, ich habe mich diese Woche schon wieder geärgert. Erst habe ich mich geärgert, dass das Schweigen des Innenministers und vieler Verantwortlicher so dröhnend war, 3 Tage lang. Und dann müssen, wenn dann plötzlich der Chef des Bundeskriminalamtes, des Verfassungsschutzes und der Innenminister an die Öffentlichkeit gehen, muss man immer gleich den Satz nachschieben, wir müssen uns aber um alle Extremismen kümmern. Das verharmlost das, was jetzt hier gerade geschehen ist. Natürlich muss man Gewalt, egal wo sie auftritt, ächten und dafür sorgen, dass Menschen das nicht anwenden zur Erreichung welcher Ziele auch immer. Aber wir haben es hier mit über Jahrzehnte gewachsene Strukturen zu tun. Und wir können sehen, was ist. Wir können es übrigens auch in den sogenannten sozialen, ich finde die gar nicht so sozial, Netzwerken sehen. Gegen den jetzt ermordeten Regierungspräsidenten wird seit Jahren gehetzt, aufgerufen zu Gewalt, wie auch gegenüber anderen Demokratinnen und Demokraten. Wir müssen schon an dieser Schwelle in der Gesellschaft, aber natürlich auch in der jeweiligen Verantwortlichkeit in den Behörden eingreifen und nicht erst, wenn etwas passiert ist, dann an dieser Stelle natürlich die Arbeit machen, die zu machen ist. Sie engagieren sich seit vielen Jahren gegen Nazis und gegen Antisemitismus, werden selbst auch bedroht, ganz massiv bedroht. Wie sieht diese Bedrohung aus? Ach, wissen Sie, das ist alles nachlesbar, notfalls bei Dr. Google. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil ich bin in einer privilegierten Situation. Im Zweifel schützen mich Polizistinnen und Polizisten, das Bundeskriminalamt, das ist auch der Auftrag, dass Mitglieder des Bundestages natürlich geschützt werden oder Mitglieder der Regierung oder der Bundespräsident, der vor mir hier saß. Mir geht es um die vielen engagierten Menschen, die unterwegs sind und damit konfrontiert werden, dass sie, wenn sie vom Sprachunterricht oder von der Nachhilfe aus der Flüchtlingsunterkunft kommen oder aber auch von der Tafel oder anderswo oder bei mir in meinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf vom Abenteuerspielplatz, gegen den die örtliche AfD kämpft, weil auf dem Abenteuerspielplatz angeblich die Islamisierung von Marzahn-Hellersdorf in Berlin vorangetrieben wird, weil dort alle Kinder ohne Ansehen ihrer Herkunft spielen können und ihre Freizeit verbringen können, denen von den Nazis signalisiert wird, ich weiß, wo du wohnst,
Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen oder wo dein Auto steht. Um die geht's mir, dass wir die Sicherheit haben, dass wir uns für unsere Demokratie und fürs Gemeinwesen engagieren können und dass ohne Ansehen der Person, wenn es nicht gelingt, jemanden zu schützen, auch vor einer Straftat, ihm dann aber alle Unterstützung auch entsprechend gewährt wird. Das halte ich für wichtig. Frau Pau, der Slogan, das Motto des Kirchentages lautet, was für ein Vertrauen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich Bedenken, ob Sie wirklich allen staatlichen Organen so vertrauen. Wie sieht es aus? Wem vertrauen Sie? Ich vertraue nicht staatlichen Organen, ich vertraue Menschen. Und da gibt es in Institutionen Menschen, denen vertraue ich aus Erfahrung nicht. Einer ist inzwischen auch nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das ist gut so, aus meiner Sicht. Und es gibt andere engagierte Menschen, bei denen finde ich, denen muss man das Handwerkzeug an die Hand geben und denen muss man keine Steine in den Weg legen, wenn sie sich beispielsweise nicht nur um die Aufklärung der aktuellen Straftat kümmern, sondern auch sich dafür interessieren, wie können wir die Strukturen, die diesen Straftäter, den sie hoffentlich dingfest gemacht haben, getragen haben, nicht nur ermitteln, sondern dafür sorgen, dass daraus nicht wieder neue Nazis, Straftaten, anderes hervorgehen. So, anders kann ich meine Arbeit nicht machen. Ich glaube, anders können wir auch nicht zusammen leben. Wir müssen uns immer wieder Vertrauen schaffen. Natürlich ist das durch die Vorgänge, dass über 10 Jahre lang Nazis mordend und raubend durch die Bundesrepublik ziehen konnten, ohne dass auch nur einmal nach einem rassistischen Motiv beispielsweise ermittelt wurden, tief erschüttert. Auch deshalb bietet meine Arbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen in der Linken und die Rosa-Luxemburg-Stiftung heute Abend diese Veranstaltung hier in Dortmund an. Natürlich ist die Familie Kubasik tief erschüttert im Vertrauen zu den Institutionen der Bundesrepublik und viele andere auch. Aber unsere Aufgabe muss doch sein, es besser zu machen, dafür zu sorgen, dass sich das ändert und dass alle Bestrebungen, die die Demokratie gefährden, die unser Zusammenleben gefährden, entsprechend erkannt werden und dass wir uns dagegen gemeinsam wehren. Und insofern finde ich das Motto des Kirchentages, bei allen Entwicklungen, die uns besorgt machen, können und müssen, ich habe gerade 3 Stunden hier über Fake News und was tun wir dagegen, diskutiert im Zelt nebenan, müssen wir dieses Vertrauen auch für uns selbst immer wieder schaffen. Wir schöpfen das aus unterschiedlichsten Quellen, aus Glauben, aus Wissen und vielleicht auch aus der Erfahrung mit dem Nächsten, dass wir das gemeinsam tun. Sie haben es gerade angesprochen. Christinnen und Christen in der Linken, das würde man jetzt, also diese Gruppe vielleicht als Außenstehende nicht allzu groß sehen. Bodo Ramelow fällt mir da noch ein, neben Ihnen. Der Ministerpräsident des Bundeslandes Thüringen. Ja, genau. Ansonsten fallen mir jetzt nicht unbedingt viele Christinnen und Christen der Linken ein. Sie wirken immer so ein bisschen exotisch als Linke auf dem Kirchentag. Dabei sind Sie eigentlich schon häufig Gast gewesen. Ja, ich bin jetzt oder darf jetzt 21 Jahre im Deutschen Bundestag arbeiten, immer wieder direkt in meinem Wahlkreis gewählt und ich glaube, ich habe inzwischen maximal 2 Kirchentage, einen evangelischen und einen ökumenischen ausgelassen. Auf allen anderen war ich bisher unterwegs. Ich halte das für ganz wichtig. Übrigens, ich bin am Anfang immer eingeladen worden, das merkte man auch am Motto der jeweiligen Veranstaltung und an den Fragestellungen, weil man unterstellte, wir holen uns jetzt da die knallharte Atheisten oder die Kommunisten und was man so alles an Schubladen in seinem Leben erlebt. Und wenn ich dann über meine Biografie, auch über manchen Bruch und manche Lehre redete und mich dagegen wehrte, dass mir irgendjemand meinen Glauben, meinen ganz persönlichen, wie ich auch damit umgehe, absprechen will, da waren die Leute immer bass erstaunt. Ich sage, ja, wir müssen miteinander reden und uns so annehmen, wie wir sind, mit unserer Geschichte, mit unseren Erfahrungen und Schlussfolgerungen. Und vielleicht verstehen wir uns dann auch besser, weil Sie haben gesagt, wir sind hier jetzt hier das Ostsofa oder die Ostecke. Ostblock. Vielleicht der Ostblock, okay. Vielleicht ist es auch notwendig, so manches Klischee, was wir wahrscheinlich auch so gegenseitig haben,
Ost und West und Nord und Süd und wie das so ist, einfach aufzubrechen, indem wir miteinander reden und auch unsere Biografien etwas genauer durchleuchten, warum, wer, wie sich auch so oder so entschieden hat an bestimmten Stellen. Das ist ein gutes Stichwort. Die Biografie von Petra Pau, getauft, konfirmiert und dann der Berufswunsch Lehrerin und Pionierleiterin, vielleicht für alle nicht-ostdeutsch sozialisierten Pionierleiterinnen, wie muss man sich das vorstellen, was ist das? Ja, es gab die staatliche Kinderorganisation in der DDR, die hieß Pionierorganisation und ich kann das ziemlich deutlich erklären, meinen Berufswunsch. Ich hatte keine Probleme, anderen ging es anders, das weiß ich. Ich weiß, sie kommen aus Thüringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Eichsfeld hat manch jemand, der geglaubt hat, große Probleme gehabt, der in einer jungen Gemeinde war und so weiter. Und war auch Repressionen ausgesetzt. Das ist ein anderes Thema, dem ich mich dann später im Bundestag auch zugewendet habe, wenn es um die Rehabilitierung ging. Ich hatte nicht das Problem, mein Leben, so wie es sich damals gestaltete, zu leben. Ich entwickelte den Berufswunsch Lehrerin, aber auch den Wunsch darüber hinaus, mit Kindern in der Freizeit zu arbeiten. Und das war nun mal im Osten so organisiert an der Schule. Die außerunterrichtliche Tätigkeit, da war der Träger die staatliche Kinderorganisation. Und wahrscheinlich hatte ich eine sehr gute Lehrerin und Pionierleiterin, weil ich habe gesagt, das, was die macht, will ich auch machen. So hat sich das entwickelt. Und um das auch gleich vorwegzunehmen, spätestens mit Beginn meines Studiums, vor exakt 40 Jahren übrigens, ich hatte gerade Seminartreffen, ganz klasse, habe ich aber bemerkt, was mir meine Eltern durch ihre Entscheidung, mich taufen zu lassen, mich in den evangelischen Kindergarten meiner Erlöserkirche zu geben und dann auch meine Entscheidung zu akzeptieren, dass ich in die Christenlehre, in den Konfirmandenunterricht gehe, dass ich mich konfirmieren lasse, was sie mir an Schatz mitgegeben haben. Und damit meine ich nicht das, was ich vorhin als meinen Glauben bezeichnet habe, weil dafür bin ich selbst verantwortlich, wie ich damit umgehe. Aber ich bin Lehrerin für Deutsch- und Kunsterziehung. Und ich gestehe, ich bekam schon ziemlich am Anfang meiner Ausbildung als Kunsterzieherin einen ziemlichen Schreck. Wie viele, oder eigentlich ausnahmslos, meiner Kommilitoninnen und wenigen Kommilitonen mit den Kunstwerken, den Inhalten der Kunstwerke überhaupt nicht umgehen konnten, sie sich nicht erschließen konnten, aus einem einfachen Grund. Sie kannten die Geschichte nicht, die dort dargestellt wird. Schon allein deshalb, selbst wenn ich andere Schlussfolgerungen für mich persönlich dann gezogen habe, hat sich das gelohnt und das trägt mich auch heute noch. Ich bin dafür, dass jedes Kind, ganz egal, an welchen Gott es glaubt oder ob es meint, überhaupt nicht zu glauben, erfährt, warum der Nachbar im Ramadan fastet, was wir Christinnen und Christen mit Ostern, Weihnachten verbinden und das gerade vorbei ist, Pfingsten. Und ich will genauso wissen, oder will genauso, dass die Kinder wissen, was Jüdinnen und Juden mit Pessach feiern oder warum da schon im September Neujahr ansteht. Ich finde, das gehört nicht nur zu einer umfassenden Bildung und zum Erschließen von kulturellen Wurzeln, sondern das kann und nur sowas kann das Fundament für Respekt und Umgang in der Gesellschaft miteinander sein und wiederum, weil wir beim Thema Vertrauen sind, für gegenseitiges Vertrauen. Das ist eine Lehre, die habe ich mir gerade auch aus dem, was in der DDR gegenüber Gläubigen gelaufen ist, einerseits mitgenommen, aber auch aus den aktuellen Auseinandersetzungen. Also ich finde es sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet eine Linke daran erinnert und sagt, das wäre eigentlich gefordert, in der Schulbildung auch darüber zu informieren. Und ich denke, wenn Sie da also weiter auch im Bundestag entsprechend die Stimme erheben, dann ist es eine ganz gute Sache. Kennen Sie eigentlich Vertraut den neuen Wegen, das Lied? Schon mal gehört? Ich erinnere mich so ein wenig. Vor 30 Jahren getextet von dem Jena Theologieprofessor Klaus-Peter Hertsch und steht auch im Liederheft des Kirchentages. Und er hat es damals für sein Patenkind geschrieben zur Hochzeit. Und es ist auch ein Lied, das verbunden ist mit
30 Jahren friedliche Revolution. Ich stelle immer wieder fest, dass also man noch nicht so richtig zusammengewachsen ist, wo man doch eigentlich jetzt seit 30 Jahren zusammengehört. Welche Erfahrungen machen Sie diesbezüglich? Ich halte es da mit Willy Brandt. Oft wird er sehr verkürzt zitiert aus der Bundestagsdebatte, wo er sagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ich kriege es jetzt nicht in der Vollständigkeit zusammen, aber auch da hilft das Internet und Google. Er hatte nämlich gemahnt, dass es sehr wohl möglich ist, die ökonomischen Probleme aufzuforsten, wie er sagte. Aber wichtig ist, dass zusammenwächst, was zusammengehört, ohne schmerzende Narben, indem man im Respekt vor dem Leben des anderen bis zu diesem Punkt sich nicht nur gegenseitig zuhört, sondern versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist uns ein Stück verloren gegangen. Und vielleicht können wir die jetzt ja beginnenden Erinnerungsveranstaltungen, auch zum Teil Feierlichkeiten zur friedlichen Revolution und die Tage, die jetzt dann kommen, an denen wir uns erinnern, wo es auch nicht klar war, bleibt es auf allen Seiten friedlich? Wie verhält sich die Staatsmacht? Also ich habe das auch alles live erlebt. Aber auch die Art der Selbstermächtigung, zum Beispiel der 4. November 1989. Also alle reden immer vom 9. November und vom Mauerfall. Für mich war der 4. November mit einer Kundgebung von fast 1 Million Menschen auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz viel, viel wichtiger, weil dort wurde artikuliert alles das, was wir heute als Grundsätze im Grundgesetz natürlich stehen haben, in Ost und West, in Nord und Süd, was wir aber im Alltag auch einlösen müssen. Ich glaube, das ist der Punkt, um den wir uns gemeinsam kümmern müssen. Dann könnte es auch gelingen, dass wir in unserer Gesellschaft wieder ein Stück weiter zusammenwachsen. Da müssen wir auch nicht über Ost und West reden. Ich glaube, wir müssen noch über ein paar mehr Gräben und Klüfte reden, die wir in den letzten 30 Jahren da auch zum Teil haben aufgehen lassen. Jetzt haben Sie mich schon fast überzeugt, Frau Pau. Wäre da nicht doch einige Dinge, die mich dann doch immer noch etwas skeptisch werden lassen? Die Linke fordert, dass endlich die Staatsleistungen für die Kirchen abgeschafft werden, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird. Gab es sogar einen Parteitagsbeschluss 2013 in Dresden, den ganz wenige abgelehnt haben, also diese Forderung mit der Kirchensteuer. Bodo Ramelow zum Beispiel sagte, er kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Und die Schwierigkeiten, die Linke hat mit dem kirchlichen Arbeitsrecht. Denken Sie, da kann man noch zueinander finden oder ist der Graben zu tief? Na gut, ich möchte mal daran erinnern, also wir feiern ja dieses Jahr vieles, nicht bloß 30 Jahre friedliche Revolution, sondern ich war aus großer Überzeugung in Weimar beim Festakt zum Thema Weimarer Verfassung. Und ich möchte mal daran erinnern, die Ablösung der Staatsleistung, nicht die Abschaffung, nicht die Streichung, sondern die Ablösung, was ja nicht nur Verhandlungen voraussetzt, sondern auch einen entsprechenden Ausgleich, das war ein Verfassungsgebot in der Weimarer Reichsverfassung. Es geht also nicht darum, die Kirche zu enteignen, sondern zu schauen, wie bestimmte Privilegien, die auch ihre Geschichte haben, die will ich jetzt hier nicht bis zu Ende vertiefen, entsprechend überwunden werden können. Und dazu gibt es entsprechende Konzepte, über die kann man streiten. Ich habe da übrigens mit FDP-Kolleginnen und FDP-Kollegen einen ziemlichen Konsens an manchen Stellen. Und die haben auch wieder Streit in ihrer Partei dazu. Also ich denke, darüber kann man miteinander reden und das muss uns nicht daran hindern, uns im Alltag entsprechend gemeinsam zu engagieren und zu einer Lösung zu kommen. So, das Zweite mit der Kirchensteuer, nicht nur Bodo Ramelow hat dagegen gestimmt, sondern ich auch, das ist auch Demokratie. Wir waren in der Minderheit, also kämpfen wir weiter darum, wie gehen wir darum, damit um, wie gewinnt man weitere Mehrheiten. Wie geht man auch, wenn man in konkreter Verantwortung ist, mit diesen Dingen um? Ja, und was das Arbeitsrecht betrifft, also ich finde, nicht nur mit Blick auf das Kirchenarbeitsrecht, sondern Sie haben es vorhin gesagt, ich bin Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages und neben vielen Fragen, die Ihnen wahrscheinlich sofort einfallen, wenn Sie Innenausschuss hören, wie Polizei, wie Katastrophenschutz, wie Migration, bin ich für meine Partei und Fraktion seit Ewigkeiten fürs öffentliche Dienstrecht verantwortlich.
Und ich will nicht nur was am Kirchenarbeitsrecht ändern im Interesse der Beschäftigten und auch der demokratischen Teilhabe und der Gerechtigkeit, sondern ich will beispielsweise was da im Arbeitsrecht für Beamtinnen und Beamte in der Bundesrepublik ändern. Es erschließt sich mir nicht, dass ihnen bestimmte auch demokratische Rechte, Stichwort Streikrecht und ähnliches, nicht gewährt werden. Und auch andere Dinge, ich streite für eine solidarische Bürgerversicherung, in die auch Leute wie ich einzahlen, aber Beamtinnen und Beamte auch. Das sind Überzeugungen, wo zum Schluss ich natürlich über machbare Konzepte reden muss, nicht über ersatzlose Streichung, sondern da geht es immer einerseits um Bestandsschutz für bestimmte Dinge, die jemand hat, und gleichzeitig unsere Gesellschaft entwickelt sich doch weiter und wir stehen längst vor großen Fragen, nicht nur der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch der Frage, wie organisieren wir zum Beispiel wichtige, herangereifte, ich will es gar nicht Probleme nennen, sondern Herausforderungen. Kirchenarbeitsrecht, mir begegnen beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, die von der Diakonie oder wem auch immer betrieben werden, hoch engagierte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich finde, wir brauchen in diesem Bereich, ganz egal wer der jeweilige Träger ist, ordentliche Arbeitsbedingungen, ordentliche Ausstattung, ordentliche Bezahlung und natürlich für diese Beschäftigten dann auch die demokratischen Mitbestimmungsrechte. Also ich habe es jetzt mal versucht zu umreißen. Frau Pau, zum Abschluss noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was muss passieren, dass Petra Pau wieder in die evangelische Kirche eintritt? Habe ich im Moment keine kurze Antwort. Arbeiten Sie weiter dran, wir treffen uns wieder. Ja, wenn das nicht ein wunderbares Schlusswort ist, ein herzliches Dankeschön an Petra Pau.